Herzlich willkommen zurück bei Destiny 2. Wir sind jetzt 2 Tage nach dem Angriff hier unterwegs, ohne Geist, sehr schwer verwundet. Und können quasi nichts machen. Wir können hier nur so rumschleichen. Ja. Schön, schön. Ich muss auch mal gucken. Ich versuche Destiny täglich zu bringen. Das ist dann jeden zweiten Tag um 15 und 18 bis 19 Uhr. Weil an dem einen Tag immer Last of Us auf jeden Fall um 15 Uhr noch kommen soll. Wo gehen wir hier hin? Und ich würde auch echt gerne ein bisschen schneller gehen. Auch wenn ich verstehe, dass wir schwer verletzt sind. Na? Ein bisschen gestolpert hier, hm? Ja. Wohin des Weges? Hier durch? Echt? Oh, oh. Ich hoffe, das sind Freunde. Kann ich mich irgendwie verstecken? Hallo? Wenn ich jetzt hier ein bisschen warte. Wahrscheinlich eh egal. Oha, oha, oi. Was für eine fette Patrouille da oben. Die sind aber schon ganz schön gut unterwegs hier, die lieben Herren. Da hinten kommt der Boss. Ah, unser Geist. Da hinten das Licht. Da hinten ist er, ja. Wie Spiel verlassen. Wieso soll ich das Spiel verlassen wollen? Nein, 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 nein. Komm her, mein kleiner Schatz. Du lebst. Ich dachte, ich hätte dich verloren. Ich kann dich heilen, aber nicht wiederbeleben. Ja, das Licht ist weg. Der Reisende hat sich verabschiedet. Güter, das Licht ist verschwunden. Sie haben die Stadt eingenommen, den Reisenden in Fesseln gelegt. Die Rotlegion vernichtet wehrlose Hüter. Wir müssen hier irgendwie raus. Ah, vielleicht waren meine Waffen auch deshalb ebenso gut. Nicht, weil ich noch irgendwie den alten Charakter importiert habe, sondern weil wir jetzt einfach alles genommen bekommen und es bei Null losgeht. Ich bekomme Notfallübertragungen rein, Treffpunktkoordinaten. Oh, wie schön es ist. Wir sind auf uns allein gestellt. Also, auch wenn es nur eine PS4 ist, ja, in Anführungszeichen, es sieht schon echt ziemlich gut aus. Und es ist sehr atmosphärisch. Jetzt sind wir 2 Tage hier durch die Tundra gewalkt. Und wir haben 4 Tage jetzt nach dem Angriff. Mit unserer vermoderten Knarre ohne Munition. Diese Hüter. Ohne ihre Kräfte hatten sie keine Chance. Das hätten wir sein können. Hüter, wenn du stirbst, ich kann dich nicht wiederbeleben. Wir müssen vorsichtig sein. Dein Geist kann dich hier nicht wiederbeleben, sei vorsichtig. Ja, nice. Oh, hi, wer bist du? Komm, ich will einen Nahkampf machen. Bisschen Munition sparen wollte ich gerade sagen, aber nee, muss nicht sein. Kann doch einfach Vollgas machen.
Ja, oh, geht aber eigentlich erst gut mit dem Fausthieb. Okay, und EP bekommen wir auch schon dazu. Schön, schön, schön. Folge deiner Vision. Oh, wie kaputt er aussieht. Unser Schatz. Eine Woche nach dem Angriff haben wir jetzt. Schon wieder dieser Falke. Da. Ja. Oder folgen wir ihm? Ich glaube eher, er weiß, wo wir sind und wir folgen ihm. Weil er es drauf anlegt, dass wir ihm folgen. Hier. Kann man. Oder nicht? Was? What? Hä? Was? Schon wieder dieser Falke. Er wird uns in den Tod stürzen, Mann. Oder folgen wir ihm? So, jetzt stehe ich ja wieder hier. Ach, wahrscheinlich hier hoch, ne? Ja. Ich Idiot, ey. Hui. Boah, wie gut es aussieht. Boah, das muss man sich mal wegtun, ey. Wirklich krass. Ich glaube, in der Aufnahme ist es noch nicht mal ganz so gut, wie es eigentlich aussieht in echt. Wir können auch nur ganz normal springen ohne unsere wirklichen Kräfte. Kein Doppelsprung oder sonst irgendeine Spielerei. Oha! Die Waffe einfach kaum Schaden macht. Oh, diese ätzenden Köter. Die nerven ja richtig rum. Okay. Oh. Irgendwie richtig sprinten ist auch gerade nicht so. Wie wunderschön es einfach ist, Mann. Aber vorsichtig, ich bin so ein Kandidat, der hier runter segelt. Okay. Boah. Ich will nicht wieder sterben. Ach da. Nice. Was soll man da noch sagen?
Ach, das war so gewollt. Sieh mal an. Ja, krass. Cool. Das verheißt nichts Gutes. Gutes Timing. Auf geht's, Leute! Aber warte. Wohin geht ihr? Wir verschwinden von hier. Der Falke. Er gehört dir. Ich bin Hawthorne. Und das ist Luis. Unser bester Pilot. Wie steht's? Kommt ihr mit? Dann brauchst du die hier. Dann mach dich mal nützlich, Hüter. Okay, Leute, starten wir. Das wird ein langer Flug. Gott sei Dank, Mann. Gibt's eine Pumpgun? Das ist das erste, was mir da einfällt. Aber cool. Wenigstens sind wir nicht mal allein unterwegs. Siehst du, Reisender, all meine Taten? Schenke mir dein Licht. Nimm deinen Platz in meinem Reich ein. Ich und die Rotlegion werden deine wahren Hüter sein. Dominus, die Stadt ist gesichert. Wir jagen die Flüchtigen. Und wer geblieben ist, wurde eliminiert. Der Sieg, wie auch alles andere, ist dein allein. Dieser Sieg gebührt dir wie mir, alter Freund. Nun bleibt uns nur die Fertigstellung des Käfigs und diese große Maschine. Dann können wir ihre Macht extrahieren und sie rechtmäßig nutzen. Sie nennen sie der Reisende. Ich würde behaupten, dass andere Zivilisationen bessere Namensgeber wären. Ihre Funktionen können kontrolliert und ausgenutzt werden. Das haben wir bewiesen. Und doch sehen sie sie als Gott. Dominus. Gaul. Wir haben gemeinsam, du und ich, für den Aufbau unserer Gesellschaft gesorgt und unser Volk neu geformt. Wir mussten retten, was durch Kallus Gier und Verderb zerstört war. Nichts in diesem Universum ist größer als du. Der Rotlegion gebührt die Macht dieser Maschine und du wirst Imperator sein. Was mehr kann der Dominus wollen? Ich will mit meinem Gast sprechen. Wir erreichen die europäische Todeszone. Da machen wir es uns erstmal bequem. Guck da. Erkennst du es? Da müssen wir hin. Das Ding wird Bruchstück des Reisenden genannt. Ich nenne es, man soll schlafende Hunde nicht wecken. Da sind wir ja endlich wieder. Boah, es sah schon echt eben mit den beiden Dickerchen da ziemlich, ziemlich geil aus. Also auch wenn es natürlich jetzt keine Ingame-Texturen waren, aber es sah schon echt krass aus. Aber auch hier, allein der Hintergrund, boah, richtig, richtig gut. Okay, wir haben was im Inventar. Was haben wir denn? Power 10 nur noch? Da hätte ich meinen Charakter ja gar nicht nehmen müssen. Verlorenes Licht, ja. Okay, wir sind also echt ein richtiger Bob jetzt. Na gut.
Aber wir haben doch gerade was Grünes bekommen. Wo war denn das? Ey, wir haben doch grünes Stuff bekommen. Inventar. Naja, okay. Keine Ahnung. Gehen wir erstmal hier ein bisschen die Lage abchecken. Was ist das denn hier? Poststelle. Mensch. Sei gegrüßt. Wir haben keine Nachrichten. Wer hätte das gedacht? Okay, hier gibt es auf jeden Fall die Deutsche Post. Die ist auch am Start. Oder Hermes. Oder... Nee, DPD nicht. Die sind richtig schlecht. Kryptarchen Archivarin. Tyra Khan. Doch, es gibt was. Oh, da bin ich aber froh, dass du an einem Stück bist. Ich bin Tyra. Tyra Khan. Sind wir uns schon mal begegnet? Ohne Verbindung zum Licht bin ich etwas... desorientiert. Okay. Ich höre, du suchst das Bruchstück des Reisenden. Auch ich habe davon geträumt. Der zersplitterte, kaputte Rand. Eine Wunde, die niemals heilt. Doch ich traue seiner Anziehungskraft nicht. Wie wir kennt auch das Bruchstück das Licht nicht mehr. Nicht seit der Reisende es während des Untergangs abwarf. Seit Jahrhunderten verdirbt es alles um sich herum. Sein Aufenthaltsort ist nun ein Ort des Todes. Wenn du wirklich gehen willst, vergiss nicht. Wir Hüter sind nicht länger unsterblich. Ja, okay. Ich muss das dann jetzt also nicht jedes Mal vorlesen, was da steht, weil sie quasi genau das wiedergibt, nur mit anderen Worten. Ich mach's jetzt aber einfach mal auf Tyra Flo aus der Stadt und fand Zuflucht in diesem Camp. Sie verlor ebenfalls das Licht, aber hat erfahren, dass du eine Vision vom Bruchstück hattest. Tyra warnt dich vor den Gefahren im umliegenden Düsterwald, besonders jetzt, da du sterblich bist. Nimm Tyras Geschenk und suche die Leiterin des Camps, Soraya Hawthorne, auf. Gut, nehmen wir das mit? Ja. Okay, sonst vertickt sie, glaube ich, nur. Wo ist denn das hier? Ich kann meine Nachforschungen weitermachen, wenn du beschäftigt bist. Ach, da am Hand, ach, am Handgelenk, am Arm, am Oberarm. Die Erwarten fassen Mut durch eine Geschichte. Okay. Dann müssen wir jetzt zum Camp-Boss quasi. Aber es ist echt so ein bisschen wie ein Rollenspiel, ne? Auch mit der Atmosphäre, mit der Musik dabei, das ist schon ziemlich cool. Tresor, da haben wir aber auch noch nichts, wa? Ja, aber ja klar. Was haben wir hier? Gesten? Ach was. Der Bund zwischen Soldaten wird ewig. Legendär. Ja gut, dann komm, was soll's. Rüsten wir das mal aus. Hä? Ja, cool. Abzeichen, was ist das? Okay, geht nur das. Dann lassen wir das halt, ist auch nicht so wichtig. Da oben, wie kommen wir denn da hin? Wir zwei unterhalten uns jetzt mal. Ja, genau, wir zwei unterhalten uns jetzt mal. Das hast du gut erkannt. Ah, hier. Hey da, Hüter. Alles gut? Ja, ja. Ach, sie ist das mit dem Falken. Hier ist auch sonst niemand. Kann das sein? Sind wir echt alleine hier? Na gut. Soweit ich weiß, ist das ja alles dann so wie auf einem Server. Aber wir sind alleine. Ach, vielleicht, weil es noch so sehr Prolog ist. Keine Ahnung. Wow. Hier ist ja eine Menge los. Aber ich habe ja auch mein halbes Leben lang außerhalb der Stadt gelebt. Also... Egal. Ich habe gehört, du wolltest dir das schrottige Überbleibsel des Reisenden anschauen. Ihr Hüter und eure Freizeitaktivitäten. Also, Louis und ich hören immer auf unser Bauchgefühl. Ich werde dich da nicht aufhalten. Ich habe hier genug zu tun. Nimm das Schiff, mit dem du gekommen bist. Dann kommst du schneller zurück. Siehst du die ganzen Flüchtlinge? Ich habe noch niemanden verloren. Mach mir meine Statistik nicht kaputt. Nee, keine Panik. Folge deiner Vision zum Bruchstück des Reisenden, in dem du
die Mission Funke in der ETZ abschließt. Aha, und das hier ist so Kram, den man kaufen kann. Jawohl, aber ja, das ist natürlich Bullshit. Das braucht ja kein Mensch. Ah ja, guck mal, Navigator verfügbar. Hawthorne hat dir ein Superschiff, ja, schön wär's. Ein Sprungschiff geschenkt, den Wanderfalken. Mit diesem Schiff kannst du nun die Farm hinter dir lassen und sogar zu anderen Welten reisen. Das ist natürlich nett von ihr. Benutze den Navigator um neue Missionen. Blablabla. So. Oder hier ist halt einfach keiner, weil keiner so bobbig ist wie ich und jetzt anfängt gerade. Ein Clan ist eine Familie, die man sich auswählt. Ja, ein Clan, eine Familie. Funke, das sollen wir doch machen. Quarantäne, europäische Todeszone, während Hawthorne allen Schutz bietet, die aus der Stadt geflohen sind, weist eine Vision auf einen längst vergessenen Ort hin. Rück und halte L2, um Meilensteine anzusehen. Na, wir haben keine Meilensteine, wir sind noch im Lappen. So ist das. Ja, das ist nämlich unser Meilenstein hier. Okay. Ich glaube schon. Weil du ein Vogel bist. Ah, das ist schon schön gemacht. Auch diese Dialoge bzw. Monologe, die im Hintergrund kommen. Da würde ich sagen, gehen wir in der nächsten Folge auf jeden Fall hier zur Roten Schlacht. Wer weiß, ob da schon andere Leute dabei sind. Könnte natürlich sein, kann aber auch nicht sein. Ich habe absolut gar keine Ahnung. Es macht auf jeden Fall super viel Spaß und das ist irgendwie... fühlt man sich doch ein bisschen abgeholt von den ganzen Szenen und so. Zumindest bisher. Ich freue mich auf jeden Fall drauf. Bis dahin, macht's gut und haut rein. Wäre das der beste Trip überhaupt.